Die Olympischen Spiele sollen in Zukunft deutlich kostengünstiger werden. Das hat IOC-Präsident Thomas Bach bei der Vorstellung seiner Agenda 2020 in Lausanne angekündigt. Bewerberstädte sollen zukünftig mit einem signifikanten finanziellen Beitrag unterstützt werden. Generell soll das Bewerberverfahren eine neue Philosophie erhalten, die sich mehr an die Bedürfnisse der Bewerberstadt orientieren. Damit ist die Agenda auch für die deutschen Bewerberstädte Hamburg und Berlin für die Olympischen Sommerspiele 2024 von großer Bedeutung. Als weiterer Punkt soll die Diskriminierung von Personen wegen ihrer sexuellen Neigung in der Olympischen Charta untersagt werden. Insgesamt 40 Änderungsvorschläge stellte Bach vor. Das Reformpaket soll am 8. und 9. Dezember bei der IOC-Session von den 115 stimmberechtigten Mitgliedern abgesegnet werden.